Servus zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Es freut mich ganz herzlich, dass ihr auch bei einem Franzosen einschaltet und zwar hier bei dem AMX 30, dem Prototypen, dem mittleren Panzer auf Stufe 9. Und auch hier besonders, er ist nicht Top-Tier, weil das sieht man natürlich häufig in den Replays. Natürlich leben gute Replays von ihrer Stärke und natürlich auch von einer gewissen Überlegenheit. Aber hier, der AMX 30 ist in einem 10er-Gefecht gelandet. Auch wenn es nur 4 Stück sind, aber immerhin. Es gibt auch einige Scouts hier, wie man sieht, in seinem Team 4 Stück, im Gegnerteam 4 Stück. Dann nochmal 2 Achter beim Gegner mit den Löwen und dann geht schon los mit 9er. Also durchaus eine interessante Aufteilung. So wollte der Satz richtig beendet werden. Und nun geht er schon auf den AMX 1390 und trifft er auch sehr schön. Behält ihn hier weiterhin im Auge. Ah, da hat der AMX 1390 gerade nochmal sein Movement in der Art verändert, dass er nochmal zurückgezogen hat. Und dementsprechend konnte er leider keinen Killshot setzen. Ja, aber jetzt hat er die erhöhte Position, kommt vielleicht gleich nochmal drauf. Es fehlt in der Tat nicht viel. Aber es ist halt genau... Und er macht es echt... Nee. Also, als ob er es gerochen hätte. Da leicht vor, leicht zurück. Aber da sieht man mal, was so ein bisschen Bewegung, wie schwer es das dem Gegner macht. Das ist schon ab und an sehr von Vorteil. Auch hier wieder, man sieht's. Aber jetzt dürfte er fällig sein. Aber nee, schaut es euch an, wie viele Probleme Don Parkos hat. Aber lustigerweise, dann hält er einmal die Maus, ohne sie zu bewegen, sondern wartet, bis der 1390 genau reinfährt und schießt dann. Und durch die schnelle Schussbewegung oder durch die schnelle Flugbahn der Granate, dann trifft er. Also ab und an gar nicht versuchen, die Bewegung vorzuahnen und mitzugehen, sondern einfach drauf zu halten und zu warten. Da ist wieder mal Geduld gefragt. So, der SP-1C leicht drüber geballert. Da hat er einfach nur schlecht geaimt. Und jetzt lässt er sich zurückfallen und jetzt dürfte er nicht mehr bekommen. Und man sieht, wie eng es hier ist, aber nee, da wird es nichts mehr. Der E5 da oben am Hügel, da kommt er, auf den kommt er gut drauf, aber die Schussbahn wollte da nicht mitspielen und ist dann einfach vorher in den Boden gegangen. Auf jeden Fall sehr spannend, dass der E5 da alleine am Hügel ist. Ah, oh, was ist denn da los? Die Kanone trollt ihn gerade etwas. Jetzt denkt er sich, okay, genug auf den, jetzt mache ich da unten die SP-1C klar. Ja, auch hier wieder einfach stehen gelassen die Maus und dann ging es auch. So, und jetzt hier, den hat er jetzt direkt gekettet. Der eine, der etwas weniger volle, der schießt gerade auf ihn. Aber er entscheidet sich jetzt noch für den volleren, um da noch mehr HP abziehen zu können. Da unten, der T-55 Light, der wartet schon auf die beiden. Und jetzt will er die raushaben. Dementsprechend fährt er jetzt voll drauf. Auto-Aim. Und den ersten nimmt er direkt raus. Au, dann nimmt ihn der SP direkt den Richtschützen raus. Das ist ja sehr ärgerlich. Muss er reparieren bzw. wiederbeleben. Und nochmal ein Hit von einem 7er Scout. Gleich mal 400 HP abgezogen zu bekommen. Das ist ärgerlich. Und eigentlich auch nicht unbedingt notwendig. Aber sei es drum. Das Team von ihm hat 4 Kills. Er hat 3 davon gemacht. Bis jetzt läuft es ganz rund. Oben der Hügel, der ist stark besetzt von seinem Team. Aber sie machen da nichts draus. Also es wird hier nicht gedrückt, es passiert hier nichts. Der Wald da unten, der ist besetzt. Vom T-30 und ein E-100 ist da auch und ein Löwe, soweit ich das sehe. Also da müssen sie erstmal durchkommen. Jetzt ist er offen. Doch den Conway, an der klassischen Position, da wo immer mal ganz gerne sich ein Gegner drin aufhält.
So, jetzt fahr davor. Conway gibt ihm einen, aber er gibt dann gleich einen zurück. Wie du mir, so ich dir, ist wohl die Devise. Ja, jetzt hat sich der Conway ein bisschen fallen lassen. 6 zu 7. Knappes Gefecht bisher. Das Gegnerteam hat noch 13er. Seins nur noch 2. Ansonsten allerdings 2 Achter bei beiden Teams noch. Also den einen Zehner haben sie einfach de facto mehr. So, jetzt muss die Arti mal so ein bisschen wirken. Aber hat gerade hier verschossen. Er hält ihn jetzt offen. Aber beide Artis verschossen. Sehr ärgerlich. Da hinten jetzt noch ein Löwe. Ich wollte gerade sagen, geht doch auf den Junge. Jetzt hat er den aber auch erspäht. Jetzt kann er super auf den Löwen schießen. Der trifft gut und da ist die Arti offen. Er ist selber nicht gespottet, also er kann hier noch in Ruhe wirken. Ja, die Arti lässt sich da hinten runterfallen und dann kann er darauf einen setzen. Über das Feld fährt jetzt ein Objekt, auch eine interessante Marschroute. Weil das ist natürlich, ihr seht es selber, sehr, 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 sehr gefährlich. Und gerade wenn der Gegner noch so gut aufgestellt ist, würde ich persönlich niemals diese Route wählen. Direkt übers Feld in der Form. Jetzt hat er seine Kette repariert, aber jetzt wird er auch gleich zerstört werden. Ah, da ging er der Schuss leicht drüber. Aber er hat immer noch so viel Zeit, auf den zu kommen. Oh, jetzt ist er außerhalb der Throwing Range. Blind Shot. Aber der hat nicht mehr geklappt. Wobei ich sehe das immer noch sehr entspannt, dass das Objekt gleich zerstört ist und es ist auch schon passiert. So. EN100. Da wird er jetzt aufgedeckt. Nach wie vor, er muss echt aufpassen. Zwei Artis im Spiel. Jetzt lässt er sich auch ein bisschen zurückfallen. Da drüben die beiden, da muss jetzt einfach mal die Arti ein bisschen wirken, um die da rauszuschießen. Ja, er wartet hier natürlich ab. So, und was hat er da jetzt offen? Die nächste Arti, beziehungsweise die, auf die er vorher schon geschossen hat, hat sich jetzt nochmal vorgewagt, aber jetzt hat es mit dem Leben bezahlt. Ist nun wieder offen, also wieder zurückziehen, bis die Arti geschossen hat und bis er da wieder ein bisschen sicherer ist. So, die Schüsse prasseln da schon ein. Da kommt er jetzt auch gut auf die Wanne vom T30 drauf. Bräuchte gar nicht zurückfahren, geht eh nicht auf. Kann er jetzt hier einfach rausschießen, die beiden. Da hinten jetzt der T54E1, da kommt er jetzt auch gut drauf. Komm schon, mach ihn weg. Und jetzt den fünften Kill. Einen braucht er noch für einen Krieger und es sind noch Gegner da. Also ein Krieger sollte er noch hinbekommen. Von der Spielweise oder von der Art her würde ich sagen, kann man den Franzosen übrigens so ein bisschen mit dem Leopard PTA gleichziehen. So würde ich das sagen. Ich habe den Franzosen nur ein einziges Mal gespielt, aber ist so meine Meinung davon. Und da macht er den Krieger klar und nimmt den E100 raus. So, jetzt noch der Löwe. 397. Muss aufpassen, dass der Jagdpanzer ihn da nicht aufs Korn nimmt, aber der Jagdpanzer ist schon raus und jetzt fehlt nur noch die Arti. Wenn er jetzt nach unten fährt, entweder sie wird sich wahrscheinlich eher saufen, wie sie es mittlerweile gerne machen, oder sie ploppt jetzt gleich links vor ihm auf, genau. Da ist er auch schon, Auto-Aim. Jetzt sitzt. Und der Kill ist erledigt. Ja. 5931 Schaden, Krieger geholt, 2300 hat er supported, kann man sagen. Also eine sehr schöne Runde und das, wie gesagt, als Neuner im 10er-Gefecht hat er fein gemacht. Gibt von mir ein Fleißsternchen und ein Bienchen. Ich hoffe, euch hat es ebenfalls gefallen und wie gesagt, Don Brakus auch immer wieder gerne. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.